Hallo, damit herzlich willkommen zu einer weiteren Mod-Vorstellung hier auf Corner. Wir schauen uns jetzt schon Dir 1110 bis 1510G an in der Version 1.0. Das Ganze gibt es neben PC und Mac auch für PlayStation 4, Xbox One und kommt von Woodcraft Modding. Findet ihr einmal in der Kategorie Fahrzeuge und dann Forstmaschinen sowie Werkzeuge und Forstmaschinen. Tja, oder Forsttechnik in dem Fall. Ja, hier haben wir das gute Stück. John Deere 1110, 1210, 1510G. 223 PS standardgemäß Leistung, 167 Liter Diesel, 23 Liter Blue, 23 km Max Speed. Für 324.000 glatten Anschaffung, 16.524 im Leasing. Neben Reifenhersteller, Reifenvariante, Schild, Schutz und Motorausführung stehen euch 5 Config-Blöcke zur Verfügung. Trelleborg gibt es nur als Standardbereifung. Oluforce gibt es dann wiederum EcoTrack, Ballistic, Magnum, Novax, ihr kennt den ganzen Spaß, ne? Also ihr habt die Qual der Wahl, ab nur vorne oder hinten oder beidseitig oder breiter oder nicht breiter, ihr habt alles zur Auswahl. Nogian gibt es einmal Standard- und Breitreifen in 2 Ausführungen und dann habt ihr wieder hier Trelleborg Standard. Schild ohne Schild oder dementsprechend mit Schild, Schutz, kein Schutz, Kabinenschutz, Haubenschutz oder kompletter Schutz. Dann haben wir noch zu guter Letzt die Motorausführung. Wer hätte es gedacht, 1110G, 1210G und 1510G. Heißt 197, 212 und 223 PS an Leistung. Unter der Kategorie Werkzeuge und am Forstmaschinen haben wir dann noch 3 Anbaugeräte dafür. Einmal die Klemmbank 2 Quadratmeter oder Kubik, also jetzt M2, ach egal. Ihr wisst, ne, Klemmbank. Dann haben wir breiter Rundkorb und schmaler Rundkorb. Kostet jeweils 9.000 bzw. 15.000 Euro der Anschaffung. Haben beide oder haben alle drei keine Config-Blöcke mit dazu. Quadratmeter müssen das sein. M2 hoch, ach egal. Ihr wisst, schreibt es gerne in die Kommentare. So sieht das gute Stück in dem Falle aus. John Deere 1110G in dem Falle hier, weil Motorausführung nicht geändert. Die Deagles pixeln leider Gottes leicht. Auch hier das John Deere Logo selber. Ihr seht, da sind so ein paar Fragmente drin. Allgemein ziehen sich die Fragmente komplett durch die Maschine mit durch, leider Gottes. Also texturtechnisch gesehen könnte man da nochmal nachschärfen bzw. bessern. Auf der gegenüberliegenden Seite das gleiche in grün. Das ist jetzt halt per se hier so die Hauptmaschine. Wir haben halt hier ne, die Trelleborg-Bereifung 750, 50, 26 halb mit drauf. Hinten halt der Kran. Ihr seht, hier haben wir an sich eine leere Fläche. Wir haben vorne halt so dieses Standardteil. Das können wir halt noch erweitern. Kommen wir gleich mit dazu. Ja, ne, also das erstmal hier zum Thema Außenbereich. Dann haben wir hier einmal die breiten Rungen, die schmalen Rungen und dann hier dieses Klemmbrett für extremes Langholz. So, einmal hier im Innenbereich. Ne, Lenkrad haben wir nicht. Wir haben Joysticks links, rechts. Ne, deswegen bewegen wir uns dementsprechend auch so halt so knickförmig, ist ja klar. Ne, ansonsten halt hier drin ist schon alles größtenteils auf digitaler Basis. An, aus, ne, relativ weites Panoramafenster hier, dass man da auch alles ein bisschen sieht. Ihr seht hier im Innenbereich, ne, es gibt halt auch teilweise Stellen an den Texturen, die da so ein bisschen noch hin und her pixeln. Leider Gottes. Wir glitschen so ein bisschen mit der Kamera hier in den Sitz rein. Ne, FOV ist aber schon standardisiert eingestellt. Aber ja, prinzipiell geht das in Ordnung. Man müsste aber wirklich gegebenenfalls nochmal nachschärfen. Deswegen, hören wir uns mal den Sound an, würde ich sagen. Ja, Sound kennt man ja bereits, ist Standard-Sound, wenn mich jetzt nicht alles komplett täuscht, von daher ist aber auch mehr als vollkommen in Ordnung. So, kommen wir im Allgemeinen mal zu den allgemeinen Funktionalitäten, bevor wir uns das genauer hier hinten anschauen. Ihr seht, habt ihr schon was vorbereitet. Also, wir haben digitale Anzeigen hier vorne drin, die sind ein bisschen klein, aber man kann es durchaus erkennen. Wenn ich jetzt hier ein bisschen näher rangehe, sagen wir mal so 40, wenn denn mein Numpad-Dings funktionieren würde, vielen Dank. Ja, dann seht ihr hier, das lippt. Ne, kann man alles erkennen, ist soweit auch mit einem LS-Tacho synchronisiert. Also von daher, dit haut soweit alles hin. Blinker und Co. sind jetzt hier bei der Maschine erstmal nicht mit vorhanden. Wenn wir uns das Ganze auch einmal hier in der Nacht anschauen, sehen wir auch hier, ja, da ist auch blinkertechnisch nichts zu sagen. Wenn ich Licht anschalte, werden hier die im Außenbereich Lichter aktiviert. Im Innenbereich wird nichts weiter großartig beleuchtet. Das kommt alles von außen.
Deswegen gibt es auch immer normales Fahrtlicht und dann das Arbeitslicht vorne sowie hinten. Könnt ihr separat mit Numpad 5, Numpad 6 aktivieren und deaktivieren. Numpad 5 ist dabei hier dieses Kranlicht, nenne ich mal. Und Numpad 6 die vorderen Lichter hier noch separat mit dazu. Hube. Ja, mal mehr als eine deutliche Hube. Schöne Sache. Schöne Sache, schöne Sache. So. Da kommen wir prinzipiell mal dazu, Entschuldigung, wie ich hier was vorbereitet habe. Also, wir haben jetzt hier hinten einen schmalen Rungenkorb mit dran. Das könnt ihr stinknormal mit anbauen, beziehungsweise wieder abbauen. Es muss halt nur hier oben drauf liegen und es muss richtig drauf liegen. Nun könnt ihr das über den Kran machen. Dafür ist es, denke ich mal, auch gedacht. Oder ihr nehmt halt starker Bauer und pflanzt das genauso rein, wie es sein soll. Dann bekommt ihr hier die Bestätigung, hey, macht das Ganze mal ran. Das Ganze gilt auch hier mit diesem Korb. Hier ist es auch wichtig, dass ihr den so drauflegt, wie er spawnt, also in der richtigen Richtung. Ansonsten akzeptiert die Maschine das nicht, dass ihr da was befestigen wollt. Dann wird es eine ganz schöne Fummelei. Davon mal abgesehen. Wenn wir uns das Ganze hier einmal anschauen, sehen wir, da haben wir eine ganze Menge Funktionen. Davon mal ganz abgesehen. Ich habe jetzt hier einmal den Vollschutz mit dem Schild vorne mit dran. Lässt sich natürlich alles bewegen. Ihr seht, wir haben Kontrollgruppe 0. Das ist jetzt das Anbaugerät, was ich hinten dran gehangen habe. Ich kann das nämlich hier verbreitern. Wenn ich einfach Baumstämme mit drauflegen möchte. Dann gibt es einmal Kontrollgruppe Kran. Ist ein klarer Fall. Kran hoch, runter. Beide Maustasten gedrückt halten, öffnen, schließen. Links, rechts, rechte Maustaste. Ne? Andere Dings. Ne? So weit, so klar. Dann haben wir einmal noch Kontrollgruppe Funktionen. Da kann ich ja die linke Maustaste gedrückt halten. Dann seht ihr hier, kann ich vorne das Ding verschieben. Außerweit kein Problem. Ich kann Spanngurte aktivieren und deaktivieren. Die sind aber eher nur hier vorne. Wie ihr seht. Na, aber auch das lässt sich anpassen. Mittlere Maustaste gedrückt halten, nach links und rechts kann ich die Kabine hier verschieben. Da gibt es aber noch eine spezielle Funktion, kommen wir dann dementsprechend gleich darauf. Wir haben mehrere Kameras, beziehungsweise hier noch so eine Krankamera, falls wir die nutzen wollen. Das ist auch noch mit möglich. Beide Maustasten gedrückt halten, kann ich vorne das Schild hoch bzw. runter machen. So. Gehen wir mal wieder in Kontrollgruppe Kran. Jetzt seht ihr hier unten ausgewählter Lenkmodus manuelle Kabinensteuerung. Das heißt, ich kann die Kabine, wie ihr es ja gerade gesehen habt, manuell schalten. Ich kann aber auch sagen, hey, folg mal den Kran. Dafür ist es halt wichtig, dass ich einmal den Lenkmodus über Steuerung links Z ändere. Und dann seht ihr hier Lenkmodus automatische Kranverfolgung. Jetzt folgt die Kabine den Kran. Dafür ist es aber auch wichtig, dass wir mit Steuerung links B die Fahrtrichtung ändern, wenn wir halt so arbeiten. Weil sonst ist das natürlich genau umgekehrt. Also die Kabine guckt immer weg. So, wenn ich jetzt einmal hier den Kran bewege, seht ihr, läuft die Kabine dementsprechend mit. Ja? Das ist eine ganz schnieke Geschichte und eine sehr schöne Funktion, muss man auch dazu sagen. Sodass man auch im Innenbereich das Ganze halt einfach so nutzen kann. Ihr müsst halt nur den Lenkmodus ändern und den den Fahrtmodus ändern, dass das Ganze hier so synchronisiert ist. Das ist die eine Funktion. Wir können die Zange freigeben oder sperren, also sprich, dass sie sich nicht weiter bewegt. Das sollte auch selbsterklärend sein. Wie gesagt, wir können Spanngurte mit anbringen, auch klar. Und Fahrtmodus und Richtmodus habe ich gerade ja hier dementsprechend mit benannt. Soweit so klar. Bei der Klemmzange hier hinten ist das so das gleiche in grün. Ja, auch hier können wir das Ganze einmal aktivieren. Klemmbank. Beide Maustasten gedrückt halten, zumachen, aufmachen. Links und rechts dementsprechend den Winkel ändern. Das ist halt gerade besonders, wenn ihr viel Holz, schweres Holz macht, dafür ist halt eher diese Klemmbank am schlausten da. Wenn ich das mal so versuche, ein bisschen zu demonstrieren, wir nehmen jetzt einfach mal hier so einen 7 Meter das mag die Physik besonders gut. Das mag die Physik besonders gut, wie ihr seht. Ja, mal kurz hier ein bisschen abberuhigen. Ja, das mag die Physik an sich besonders gut, die Giants Physik. Ja, wenn da einfach mal so ein Baumstamm halt einfach mal kommt und dann halt einfach mal ne, ein bisschen Stress macht. Wunderbarer Vorführungseffekt. So, dürfte ich bitte? Nein. Okay. Wir lassen die Zange erstmal kurz ein bisschen ausspinnen, das ist kein Problem. Und dann sehen wir, dass es da mal richtig wird. So, ich habe dann jetzt mal so das Ganze ein bisschen amateurhaft hingelegt. Ne? Und jetzt können wir ja einmal hier wiederum rein. Gehen auf die Probe 0 hier. Können das Ganze ein bisschen anwinkeln, können das jetzt hier zum Beispiel so ein bisschen zumachen und versuchen zu halten und können das dann halt einfach ziehen. Das ist jetzt natürlich 7 Meter jetzt nicht so gerade ultra lang und die Forstexperten unter euch werden bestimmt auch sagen, Moment, das funktioniert ganz anders. Na, aber jetzt mal so amateurhaft gesehen, ne? So ist es dann mehr oder weniger halt auch gedacht, vielleicht mit weniger, vielleicht mit dünneren, ich weiß es nicht so genau. Na, aber es ist halt
im Endeffekt eine Klemmbank, ne, um viel Langholz mit einmal einfach rauszuziehen. Aber denkt immer dran, ihr kämpft mit und gegen die Giants Physik. Deswegen, habt ihr ja eben gerade gesehen. Ja, das ist es eigentlich prinzipiell auch schon mit gewesen. Wie gesagt, diese besondere Funktion, dass die Kabine mitgeht und so, das finde ich relativ nice. Bleibt am Ende des Tages nur noch der Log übrig und da seht ihr, der ist sauber. Könnt ihr euch also, was das angeht, bedenkenlos mit downloaden. Nun, Download-Link inklusive Bewertung ist wie immer in der Videobeschreibung verlinkt. Ich danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns im nächsten Video wieder, wenn ihr mögt. Lasst ein deutliches Abo da, wenn es euch gefallen hat. Und bis dann, haut rein. Tschüssi, Kowski.